Herr Wolters, wie schätzen Sie als großer Arbeitgeber im Kreis Gütersloh die Situation für Sie auf dem Arbeitsmarkt ein? Ja, ich spreche mal aus Sicht unseres Unternehmens, der Firma Klaas in Hasewinkel, als großes Familienunternehmen mit am Standort über 3000 Menschen. Klaas ist traditionell ein Arbeitgeber, der sehr viel Wert auf Ausbildung und Qualifizierung legt. Wir selber haben momentan noch die Situation, dass wir in der Summe durchaus bis zu 1200 Bewerbungen jährlich für unsere Ausbildungsberufe dann auch zur Führung bekommen. Der Schwerpunkt liegt sicherlich im technischen Bereich, aber auch im kaufmännischen Bereich ist die Zahl der Bewerbungseingänge doch noch recht hoch. In den dualen Studiengängen sieht es auch positiv aus. Traditionell ist natürlich unser Unternehmen sehr techniklastig. So kann ich aus meiner Position heraus sagen, dass ich gerade, wenn ich verantwortlich bin für unsere technischen Studiengänge, dass wir dort, wenn ich 8 Maschinenbauingenieure jährlich suche, ich mit rund 200, 250 Bewerbungen aktuell zu tun habe. Ja? Also wir sind aber auf dem Weg, auch frühzeitig schon Kontakte aufzubauen, bis in die Grundschule hinein, um einfach auch schon dort ein gewisses Interesse zu fördern für technische Berufe. Sind die Bewerber Ihrer Ansicht nach ausreichend informiert und auf die Berufswelt vorbereitet? Spannende Frage. Erlebe ich persönlich sehr, sehr unterschiedlich, sowohl für die normale technisch-gewerbliche Ausbildung, wie aber auch jetzt für duale Studiengänge. Es gibt durchaus Bewerber, die schon während ihrer Schulzeit diverse Praktika in unterschiedlichen Unternehmen und Instituten besucht haben. Andererseits ist es aber auch so, dass ich erlebe, wenn sich jemand für ein duales Studium interessiert und ich nach dem Berufsbild eines Maschinenbauingenieurs frage, dass da dann teilweise recht wenig kommt. Also es gibt dort durchaus unterschiedliche Dinge in der Vorbereitung. Finden Sie neben den Auszubildenden auch die richtigen Kandidaten für Direkteinstiegspositionen? Da kann ich Ihnen auch einiges aus Erfahrung sagen, da ich auch in meiner Funktion mit Direkteinstiegen zu tun habe. Gut, bei mir im Schwerpunkt ist es der technische Bereich. Heute ist es so, aus Sicht unseres Unternehmens, dass wir sehr stark jetzt im Bereich der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, aber auch der Mechatronik unterwegs sind. Die ausgeschriebenen Stellen sind heutzutage doch noch relativ zügig zu besetzen. Ich finde die passenden Profile. Das wird auch damit zu tun haben, dass Klaas gut als Arbeitgeber, als Großunternehmen, als Familienunternehmen bekannt ist, dass es doch noch Bewerber gibt, die einfach einen Bezug zur Landtechnik und Landwirtschaft haben und somit gar nicht an Klaas vorbeikommen. Ja, also heutzutage lässt sich das durchaus noch ganz gut gestalten. Für die Zukunft wird es sicherlich schwieriger werden. Was macht Ihre Ausbildung so besonders? Gibt es Schwerpunkte? Einmal ist es der Name, der immer noch zieht, ist auch sehr schön. Dann das attraktive Umfeld, in einem Familienunternehmen, familiengeführten Unternehmen zu arbeiten. Dann ist es sicherlich die Internationalität, die Klaas mit sich bringt, dass 75% unserer Produkte in den Export gehen, wir weltweit unterwegs sind und das einfach auch schon schwerpunktmäßig während der Ausbildung. Dann Aufenthalte in den ausländischen Werken, sei es in Russland, Indien, Ungarn oder in den USA stattfinden. Das ist dann recht spannend und für die jungen Menschen, die sich da auch sehr mobil zeigen und einfach auch ihren Horizont sich da erweitern. Einmal in der beruflichen Bildung, aber auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Duale Studiengänge sind ja derzeit stark im Kommen. Seit wann bieten Sie duale Studiengänge an? Duale Studiengänge im Bereich Technik gibt es seit 1982 bei Klaas. Sehr interessant, wir sind dort mit dem baden-württembergischen Modell angefangen, also Stuttgart. Dort gab es damals die Berufsakademie, heute ist es die duale Hochschule Baden-Württemberg-Stuttgart, wo wir dann mit Maschinenbauern gestartet sind, dann aufbauen kamen Betriebswirte dazu, Mechatroniker, Wirtschaftsinformatiker. Und haben von jeher schon gesagt, wir möchten einfach die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis, die uns da weiterhilft. Diese Studiengänge sind sehr erfolgreich bei uns, haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert
Die Fluktuation ist sehr gering. Wir haben im Schnitt, sind jetzt seit Anfang der 80er Jahre noch 80% aller Studierenden bei uns im Unternehmen. Vom Sachbearbeiter bis zum Geschäftsführer hat sich das entwickelt. Es gibt Mitarbeiter, die sich dann darauf aufbauen, weiterqualifiziert haben bis mit einem Promotionsabschluss und haben sowohl in Hasewinkel, aber wie auch weltweit in den Standorten dann hervorragende Perspektiven und Aufgaben.